haben das Stück mehrmals im Konzert gespielt. Die Musik hat unglaublich viel Energie, Vitalität, sozusagen ja, Lebensenergie, das jedes Mal Freude macht zu spielen. Es ist ganz interessant, dass ein Komponist und auch Interpret gleichzeitig, wie Pierre Boulez, mal gesagt hat, Stravinsky ist der Sacre. Für ihn ist das das Werk von Stravinsky und ein paar Werke, die dann direkt in Folge komponiert worden sind, also bis Lenos, also am Ende der russischen Periode, die zählt dann noch zu dieser großen Zeit und dann, sehr überspitzt natürlich, und wir teilen das nicht, aber sagt er, ist eigentlich nichts auf diesem substanziellen Niveau mehr gekommen von Stravinsky. Das hat ja zwei Aspekte. Einmal ist es was unglaublich archaisch, barbarisch, könnte fast sagen vorzivilisatorisches. Mhm. Und andererseits gibt es diesen auch sehr mechanisch-mechanistischen Aspekt. Das könnte man als das genaue Gegenteil, als also etwas letztendlich als ein Zeichen der Moderne, der Technisierung letztendlich auch der Umwelt sehen. Also in diesem Stück ist beides vorhanden. Deutliches Zeichen vielleicht auch für krisenhaften oder Zeit oder einer Umbruchszeit. Irgendeine Rückbesinnung auf was Archaisches und gleichzeitig sind wir aber an einem Punkt der Moderne, vielleicht auch mit den damit verbundenen Ängsten, dass man sich da einer Höllenmaschine überantwortet, aus der es kein Entrinnen mehr gibt.